Hallo, herzlich willkommen zum ersten Backstage-Video. Ja, eigentlich sollte ja die liebe Polly hier mir assistieren, wie ich schon letztes Mal angekündigt habe. Aber ihr seht, sie hängt ziemlich in den Seilen, die Gute. Und ich glaube, da tut sich jetzt auch hier in nächster Zeit nichts. Es hat seine Gründe. Ihr glaubt nicht, was los war. 5 Tage war hier so leichter Ausnahmezustand. Polly hat von morgens bis abends zumindest gefühlt für uns durchgeprobt, so nach dem Motto. Nun lass mich doch auch mal das Klavier rocken, ey, nicht immer nur du. Ich will mich mal ganz frei ausleben. Was heißt denn hier Nachtruhe ab 22 Uhr? Wie jetzt? Keine Disco-Kugel zwischen 7 und 14? War sehr, sehr nervig. Aber wir lieben Polly. Wir sind hier auch ein Haushalt, wo es nicht nur einen schrägen Vogel gibt. Und deswegen haben wir gedacht, okay, lassen wir jetzt einfach mal sie da in der Phase sein. Soll sie ihr Video machen, soll sie sich mal total frei ausleben. Und dann sprechen wir einfach nochmal drüber, wie wir jetzt weiter hier verfahren wollen. Tatsache ist, Polly ist einfach nicht einsetzbar. Es liegt natürlich dann mal wieder an mir, die Sache allein durchzuziehen, ob ich jetzt Lust habe oder nicht. Polly kommt jetzt auf jeden Fall mal auf die Schlafstation. Moment, kleinen Moment. Ja, ihr Lieben, das heißt Backstage nur mit mir allein. Hahaha. Jetzt erfahrt ihr vielleicht endlich mal, ob ich eigentlich in Jogginghose und Filzpantoffeln komponiere. Ob ich vielleicht sogar einen Ghostwriter habe. Oder ob Polly die ganzen guten Ideen hat. All das werdet ihr erfahren, wenn ihr hier ein bisschen dranbleibt. Ich erzähle euch heute, wie das erste Stück entstanden ist, Melodie in F, was ich heute hochgeladen habe. Und das ist tatsächlich das erste Stück, was ich komponiert habe. Und es wird vielleicht ein bisschen ausführlicher werden. Und für alle, die sagen, ja, ja, schön und gut, jetzt macht sie hier so ein bisschen ein auf Mrs. Wichtig und meinst, es interessiert mich jetzt wirklich, wie das bei dir war. Mich interessiert eigentlich nur, wie es bei mir ist. Ich kenne das Phänomen und deswegen ist genau an dich. Auch für dich ist am Ende der Geschichte genau die richtige Information dabei, wo es nämlich dann nur um dich und dein Leben geht. Aber jetzt illustriere ich das jetzt erstmal kurz an mir, anhand von mir und meiner Geschichte. Also, es war 2018, vor 3,5 Jahren, wo ich in Vorbereitung auf die Veröffentlichung meines ersten Buches dabei war, mir zu überlegen, wie könnte ich denn die Lesungen gestalten. Und da war natürlich naheliegend, dass ich das auch mit Musik mache. Und ich bin ja nun studierte, ausgebildete klassische Pianistin, habe damals über 25 Jahre schon Musik gemacht, immer schön brav nach Noten gespielt, nie was Eigenes gemacht, nie improvisiert, auch nie gekonnt, nicht auf die Idee gekommen, dass ich das eventuell können könnte. Und ja, so dachte ich mir ja irgendwie Mozart und Chopin bei einer Märchenlesung so. Und dann kam ich doch auf die Idee, dass ich dachte, vielleicht könnte ich ja doch so ein paar ganz kleine, einfache Improvisationen hinbekommen. Ich hatte da so ein hübsches, nettes Stück von der Anne Terzibatschitsch, das ist eigentlich so ein original, ein vierhändiges Stück, ich kann es mal kurz anspielen, so eine ganz freundliche, einfache Melodie und sowas wollte ich gern für mich haben. Zu einem Improvisationsworkshop an und landete, oder es führte mich hin zur Sommerakademie nach Neuburg. Ein großer Glücksfall für mich und mein Sein. Und dort traf ich den ganz wunderbaren, tollen Herbert Wiedemann. Den traf ich dort nicht, ich meldete mich zu seinem Kurs an. Und es war
ganz toll, einen wunderbaren Menschen und Musiker dabei kennenzulernen und mit ihm zu arbeiten. In der Gruppe haben wir dann alle möglichen Stücke uns vorgenommen, darüber angefangen zu improvisieren. Und ich hatte ja ein ganz konkretes Ziel. Ich wollte in bestimmten Stimmungen Stücke improvisieren, lernen. Und ja, hatte da dieses eine Stück von Frau Tatzibatschitsch so mal als Idee da. Ja, und dann fing ich an, mal in der Tonart, wie dieses Stück auch war, weil es hat mir für mich so gestimmt von der Stimmung. Und was passierte? Ich spielte diese Tonart F-Dur. Nichts weiter. Und den spielte ich auch. Und dann nahm ich den Nachbarton noch mit dazu. War dann plötzlich so ein kleiner Anfang von einem Stück entstanden. Ja, und was passierte dann? Dann hat mich das irgendwie nicht mehr losgelassen. Dann habe ich angefangen, da immer irgendwie noch was weiter fortzuspinnen, sage ich mal. Und war dann die Einzige aus dem Kurs, die dann nicht abends, wie sie es gehört, für Musiker und coole Leute abends in der Kneipe abhängen und das Leben und alles feiern. Ich saß dann bis fast 0 Uhr bestimmt in einem der obersten Musikräume in einem Gymnasium in Neuburg an der Donau und spielte zum einen an diesem Stück und dann auch an einem weiteren Stück, was ich euch vielleicht im nächsten Video vorstellen werde, und kriegte mich nicht mehr ein. Also es war wirklich so, dass ich einfach dann um 12 gehen musste, weil ab da man wirklich raus musste. Aber, also ihr seht ja, wenn ich daran denke, es ist das pure Glück gewesen und es war für mich so eine Offenbarung, was da passiert ist. Ja, und ich fuhr dann nach Hause, hatte irgendwie zwei Stücke schon so bis zur Hälfte vielleicht entwickelt in diesem Workshop, in diesem Kurs und habe dann, als ich dann wieder nach Hause kam, die Stücke zu Ende geschrieben. Dann kam im Herbst meine Buchpremiere. Da hatte ich dann tatsächlich 4 oder 5 Stücke, die ich umrahmend zu meinen Märchen spielte. Ja, und dann war die Lesung vorbei oder das Projekt soweit fertig. Aber irgendwie fiel mir dann weiter Musik ein und fiel mir irgendwas ein und ja, es ging weiter und weiter und hörte tatsächlich einfach bis heute nicht auf. Und wenn mir mal jemand kurz vor der Sommerakademie gesagt hätte, du, in 3 Jahren wirst du ein Album gemacht haben mit fast einer Stunde eigener Klaviermusik und hast noch 15 andere Stücke auf Lager, die du nur weiter ausspinnen und ausarbeiten musst, ich hätte es mir nie und nimmer und nie und nimmer träumen lassen. Und jetzt ist es für mich auch so. Also ich habe mein Album tatsächlich, glaube ich, erst ein oder zweimal gehört. Aber dass ich dann auch immer denke, ist das wirklich deins? Und da kann man dann auch nur sagen, es ist meiner Ansicht nach nicht meins, sondern es ist eigentlich nur für mich das Glück, dass die Musik mir zugefallen ist und ich sie dann aufpacken, also entfalten durfte. So würde ich es mal bezeichnen. Also es fühlt sich für mich so an, dass einfach so eine kleine Idee kommt und dann ist es so wie ein Faden, den machst du auf und dann wird immer mehr, entfaltet sich immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und plötzlich machst du auch nichts. Wow, super, was ist denn das? Es ist ja toll. Ja, genau. Und zwischendurch ist man natürlich auch mal, oh, habe ich mich jetzt hier vor. Also es geht nicht immer so zzzzt und wow, sondern du machst auch mal noch mal ein Stück wieder auf und merkst so, da komme ich hier gar nicht weiter. Ja, aber das war jedenfalls die Geschichte zu Melodie in F, das mein erstes Klavierstück war, was ich, ja, jemand, der nie vorher Musik geschrieben hat, was mir zugefallen ist und ab da, ja, ging es immer weiter und ich hoffe natürlich, dass es nie aufhören wird. Und jetzt komme ich zu der Stelle vom Anfang. Ich bin nach der Erfahrung, die ich ja dabei gemacht habe, ganz, ganz sicher, dass alle Menschen, die das jetzt hören, oder wahrscheinlich 98 von 100,
auch ganz viele, aber mindestens ein, zwei oder drei Schätze haben, die in ihnen verborgen sind. Es muss ja nicht gleich dann irgendwie ein eigenes Album sein, aber es kann irgendwas sein oder ist garantiert was, was euch total froh macht, was euch so reich macht und dann natürlich auch euer Umfeld froh macht, weil die mit jemandem zu tun haben, der glücklich ist und der sich selbst lebt, so wie wir das jetzt auch von Polly mitgekriegt haben. Was auch manchmal ein bisschen kurzzeitig auch nervig ist für die Umgebung, wenn man dann den Leuten so mit seinem eigenen Kram so ein bisschen auch sehr auf die Nerven gehen kann. Aber trotzdem, ich möchte euch einfach sagen, hört doch mal auf die kleinen Stimmen, die euch vielleicht einen Hinweis geben, wo ihr mal graben könnt bei euch, wo ihr mal ein bisschen den Staub von der Truhe wegmacht und wegpustet und mal ein ganz, ganz, ganz kleines Stückchen die Truhe hochmacht und reinspickelt und guckt, ob es da vielleicht was gibt, was euch froh machen kann und was nur darauf wartet, von euch entdeckt zu werden. Ja, also insofern würde ich mich freuen, wenn Menschen vielleicht in die Kommentare schreiben, was sie sich nie vorstellen können, was sie mal erleben würden, was ihnen begegnet in sich selbst oder womit sie zu tun haben und was sie, ja, wo der Verstand immer sagt, nee, das kannst du nicht, du bist viel zu alt, du bist viel zu blöd, das können die anderen viel besser, du hast noch gar keinen Doktor in dem Fach, versuch's gar nicht erst. Also das sind auch alles ganz viele, viele Dinge, die mich zumindest mein Leben lang, glaube ich, von so vielen Dingen abgehalten haben, die ich, glaube ich, liebend gern gemacht hätte. Und dann kann ich auch nur sagen, es ist besser spät als nie und ich bin da ein, glaube ich, nicht das schlechteste Beispiel. Und ich hoffe, ich konnte euch Freude machen und ich konnte euch motivieren. Und ja, bleibt dran bei Piano Songs und Stories.